Hallo und herzlich willkommen zurück zu Infra. So, wir müssen uns jetzt hier auf der Seite haben wir ein kleines Problem. Früher standen hier alles Kisten, die man sich nehmen konnte. Das ist anscheinend nicht mehr der Fall. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das mache. That should do it. Ja. Oh, wir müssen hier gleich Fotos machen. Da steht etwas geschrieben. Ja, das ist natürlich ganz toll, ne? Ja, das steht hier alles unter Strom. Und damals habe ich mich mit Kisten darüber gebaut. Weiß nicht so ganz. Nicht öffnen. Leck. Ich kann den Rest leider nicht lesen. Wenn ich hochgehe, habe ich nicht so viel Zeit, um das zu lesen. Was ist denn, wenn ich den hier noch mal öffne? Aha. Okay. Ich weiß nicht, ob es besser ist, den zuzumachen, aber es scheint mir so, als wenn. Moment. Oh, nee, wie war das noch? Haha. Okay. Goodie. Das wird immer verqualmter. Feuerlöscher, den ich wahrscheinlich gar nicht nutzen kann. Was ist das? Da komme ich nicht weiter, ne? Nee. Okay. I still Kamera have 9 packs of aufladen. batteries left. Notiz. Ich bekam den Befehl, diese Fabrik zu stoppen. Geh und öffne die Kanalsperre, während ich die Medien benachrichtige. What? Was? Was ist los? Intrigue. Ja, total. Überall Feuerlöscher. Mark, ganz im Ernst, warum benutzt du die nicht einfach? Naja, gut, das haben wir ja auch so rausgekriegt. Okay. Tada! Hier ist zu. Aber wir müssen eigentlich noch mal auf die andere Seite. Ich hoffe, ich komme da jetzt irgendwie hin. Weil da war, glaube ich, noch etwas. Ich guck gleich mal. Wir gehen gleich auf jeden Fall nochmal zurück. Das ist auch toll hier. Ja, wir gehen aber erstmal wieder zurück.
ich nicht da unten auch nicht irgendwie hingekommen? Das lassen wir hier alles schön auf. Schön unten. Goodie. Weil dafür habe ich mich hier noch nicht gründlich genug umgeschaut. Und dass ich das jetzt einfach überspringen kann. Da hinten dampft es. Ein Bild kriege ich hier nicht. Haben wir sogar einen Schlüssel für. Someone should get that fixed. So, warte mal. Da passiert irgendwas mit der Tür. Ich muss gleich mal schauen, wie genau das hier noch war. So war es auf jeden Fall nicht. Ach, jetzt ist er auf. Hier haben wir eine Kiste. Aber die eine Kiste, warum steht die hier? Wollte ich doch sagen, hier komme ich doch gar nicht rüber. Du gehst auf. Ich weiß, dass das geht. Looks ready to collapse. Ich weiß nur leider nicht mehr wie. Ferngesteuertes Tor. Was ist denn das hier jetzt noch für ein Bereich? Kann ich die zwischen das Tor stellen? Keine Ahnung, ob das was bringt. Haha. Sehr schön. Weiß gar nicht, ob ich die Kiste hätte so lassen müssen. Keine Ahnung. Aber ist okay. Ich dachte eigentlich, ich würde hier unten auch noch erkunden können. Aber gut, können wir auch später noch schauen. Bevor ich da hinten hinlaufe, nehmen wir uns schon mal
das hier. Denn das werden wir brauchen. So, dann können wir das schon mal umschalten. So, das jetzt. Und irgendwo hängt hier eine Notiz. Dieses Stück Mist braucht wieder eine neue Batterie, ganz zu schweigen von der gebrochenen Achse. Überzeuge unseren Chef, uns einen neuen Stapler zu besorgen. Ja, wo war denn das noch mit der Batterie? Jetzt frag mich was. Ach da, okay. Batterie, Batterie, Batterie. I don't think I can fit this in my pockets. Tja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo die Batterie ist. Wenn du es geschafft hast, den Protest zu überstehen, hol das Stadtpersonal, um den Abwasserkanal zu überprüfen, in den all unsere Abfälle verarbeitet werden. Dieser Abfluss hat noch nie zuvor so gestunken. Und jetzt beschleunigen alle... Was? Beschuldigen uns alle. Der Chef behauptet sogar, dass diese Sabotage ist. Nach einem gescheiterten Versuch, die Firma zu übernehmen. Ja, das ist ja schön und gut, aber wo ist denn jetzt die Batterie? Das habe ich leider noch nicht herausgefunden. Nö. Bin aber der Meinung, die ist nicht weit von hier. Ne, da ist sie. Sehr schön. Ja. Ah. Geht nur der? Der bringt uns aber auch noch nichts. Mal eben gucken. Denn wir müssen... Ach. Da sind ja noch Schlüssel. Oh mein Gott. Sowas. Geht das schon? Danke, danke. Mark. Tada! Sehr schön. Wofür ist der andere Schlüssel? Muss ich gleich mal gucken. Ich glaube sogar, wir finden hier noch einen. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr. Ach, das sieht gut aus. Da! Mit einem Partyhut. Yay! Teddy ist überall. Verwende dies, wenn du Wasser zur Pilzfabrik pumpen willst. Verwende dies, wenn du Wasser in den Kanal pumpen willst. Was? Was? Nicht berühren oder du wirst leiden.
Rohr R2 nicht benutzen. Nee, da stimmt aber noch irgendwas nicht. Einschalten. Ich will aber gar nicht zur Fabrik. Ich will schon in den Kanal. Oder nicht? Okay, gut, gucken wir gleich nochmal. Da bin ich jetzt ein bisschen irritiert gerade. Was ist hier? Ha! Hallo. Und dann hatten wir ja noch einen Schlüssel. Der ist hier. Für hier gehen wir besser noch nicht lang, weil solange das hier noch nicht geklärt ist, ist das dumm, das zu tun. Mal so nebenbei. So, dann machen wir hiervon jetzt nochmal eben ein Foto. Und hier ist, glaube ich, auch noch was. Da unten liegt es. Wo ich jetzt aber gerade gar nicht so genau weiß. Nee, da liegt es nicht. Irgendwas hat er. Ich weiß aber gerade gar nicht so genau, wofür der Schlüssel ist. Müssen wir gleich mal gucken. Stoppt Verschmutzung. Auf jeden Fall. Ist nicht schön. Devil's Angels. MC's Tollbrook. Ist klar. Völlig. Ach, die Dinger. Geocache. Ja. Die kann man. There isn't anything inside. Nee, da ist nichts drin. Die kann man sammeln. Auf die hatte ich mich jetzt allerdings. Die habe ich auch völlig vergessen, ehrlich gesagt. Ja, nicht fixiert. Das sind halt Sammelgegenstände. Wenn ich welche finde, dann nehme ich sie mit. Ich werde nicht danach suchen. Warte. Ach, ich kann ja hier rein. Okay. Kann ich hier unten auch noch rein? Irgendwo können wir nämlich rein. Aber hier scheint das nicht zu sein. Danach suche ich nämlich schon die ganze Zeit. Ah, Mark. Nein. Was machst du denn immer? Ja, okay. Ich dachte, ich komme hier nicht mehr raus. Okay. Dann werden wir nochmal zurückgehen. Stopp, was? Es ist über 25 Jahre und stinkt. Alles stinkt. Gibt es hier noch eine Tür? Ist ja völlig egal, wie viel laufen. Besser, wenn wir so laufen. Oben war noch eine Tür, ne? Die hier können wir garantiert nicht nutzen. Die hier war es nicht. Aha. Aha. Sind das hier ganz Proben? Oh Gott. Interesting. Da ist ganz viel Text. Und hier sind ganz viele Kisten.
mag. Nicht kaputt machen. Ja, ist nicht gesund, ne? Gar nicht gut. Okay, dann beschäftigen wir uns mit der Kiste, um an den Text kommen zu können. Mushroom und Co. Forschungsprojekt. Entwicklung von kälteresistenten Arten von Pilzen. Der letzte verdammte Winter hat die Hälfte unserer Pilze zerstört. Und diese verdammten Fahrradfahrer haben den Rest für den Schutz der Umwelt genommen. Unsere Pilze, unsere Forschungsmethode. Durch die Verwendung einer magischen Methode namens Wissenschaft, wie ich mich erinnern kann, habe ich in der Schule einen obligatorischen naturwissenschaftlichen Kurs belegt. Ich kann mich an das meiste nicht mehr erinnern, aber das ist kein Problem. Forschungsgrundlage. Unsere Pilze sterben im Winter. Der grün leuchtende Pilzanteil ist dann weg. Wir brauchen dies auch im Winter. Unsere Pilze mit Heizen warm zu halten ist nicht ökologisch. Wir können es uns nicht leisten und Pilze mögen es nicht kalt. So, also werde ich sie resistent dagegen machen. Okay, erster Versuch. Habe etwas über eine Flüssigkeit namens Froschschutzmittel gehört. Habe versucht, die Pilze damit zu bewässern. Pilze wurden größer, aber sie waren noch immer nicht resistent gegen Kälte. Und ich habe mein verdammtes Geld für das Froschschutzmittel verwendet. Zweiter Versuch. Habe Sporen in den gefrorenen Boden gestreut. Nichts passiert. Sind die Sporen abgestorben? Dritter Versuch. Habe versucht, den Pilzen Widerstand gegen Kälte zu verschaffen, indem ich sie in eine allmählich kältere Umgebung gebracht habe und dann wieder zurück in eine warme Umgebung. Sie sterben immer noch. Vierter Versuch. Habe etwas über eine Methode namens selektive Zucht gehört. Welche Farmer benutzen? Deshalb pflanze ich Sporen von kälteresistenten Pilzen. Sehr wenige von ihnen sterben nicht, aber die meisten schon. Fünfter Versuch. Habe Neuigkeiten über genetische Modifikation und GMO erfahren. Es ist keine gute Methode, aber was würden wir nicht alles für unsere Pilze tun? Wir sind verzweifelt genug, um es zu versuchen. Aber wie funktioniert es? Wie kann ich sie genetisch verändern? What the fuck? Okay, ja. Ja, er ist voll drauf. Hier liegen sie alle im Kühlschrank. Total toll. Total klasse. So. Okay, wir gehen nochmal. Ich dachte gerade, es wird dunkel. Wir gehen nochmal runter. Ich hatte noch irgendeinen Gang in Erinnerung. Wenn ich ihn jetzt nicht finde, dann ist egal, aber. Guck mal, können wir auch hier gleich wieder zurück. Das ist schön. Weiß nicht, ob er da durchläuft. Wie bin ich denn hier hochgekommen? Ach, von da unten, ne? Must be careful not to go to the... Okay, davon ist er schon mal nicht überzeugt. Das ist nichts für den Mark. Hier haben wir einen Gang, den hatte ich aber nicht in Erinnerung. Mark mir gleich verschwindet. Tada. Okay, hier ist es auf jeden Fall nicht gewesen. Was hier hinten? Aber hier hinten eigentlich auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Fröhliches Sterben, Mark. Okay. Nee, dann war es hier nicht. Ich weiß nicht, wie ich da hinten runterkomme. Oder ich guck mich da nochmal um. Es ist jetzt nicht sonderlich wichtig. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob man da etwas findet oder nicht. Aber gerade weil ich es nicht weiß, würde ich da gerne nachschauen. Aber er geht da nicht durch.
Der gute Mann, er geht da einfach nicht durch. Hier, da ist doch das so eine Leiter, siehst du? Die habe ich aber vorhin gar nicht gesehen. Na sowas. Na sowas. Okay, die ist auch schlecht zu sehen. Ja. Ah, genau. Bitte schneller, Mark. Ist nicht so schön hier. Hier gibt es auf jeden Fall noch ein Foto. Ach! Alles klar. Ja, die armen Fischis. I still have 9 packs of batteries left. Nicht schön. Und hier geht's, glaube ich, auch noch lang. Another geocache. Hier so ein Geocache. There is nothing inside this one either. Ah, okay, dann hatte ich das in Erinnerung. Na gut, ich wollte es auf jeden Fall einmal gesehen haben. Damit ich mir sicher sein kann, dass ich da nichts verpasst habe. So, dann laufen wir hoch und dann werde ich mich hier jetzt erstmal verabschieden. Danke fürs Zusehen und wenn man mag, gerne bis zum nächsten Mal. Gehst du drüber? Dankeschön. Tschüssi.